Herzlich willkommen bei Green Desk for Future Podcast vom Robotologe Andi Brune als Moderator. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich sozusagen den Initiator von Green Desk for Future, Andreas Feldmann. Hallo. Hallo André, schön, dass ich da sein darf. Danke. Du bist immer herzlich eingeladen. Du bist ja sozusagen, wie gesagt, der Initiator. Und ich habe dich ja schon beim ersten Podcast mit Sibylle Hilja vorgestellt, aber trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen mehr für die Zuschauer, Zuhörerinnen, wer auch immer jetzt zuhört oder zusieht, definitiv mehr von dir wissen. Wir haben eine halbe Stunde Zeit und da fangen wir mal an, deinen Werdegang. Erzähl noch mal ganz kurz. So, du hast gelernt, soviel ich weiß, Florist. Ja, das war mein erster Ausbildungsberuf. Ich bin in einer Gärtnerei groß geworden mit angeschlossenem Blumenladen. Und was also mit Pflanzen und Bäumen zu tun hatte, das wusste ich schon. Aber für den Blumenladen war halt kein Florist da. Und dann habe ich eine Ausbildung als Florist gemacht, bin dann auch in dem großelterlichen Betrieb 4 Jahre drin gewesen, habe dann aber aufgrund von Nachwuchs, mein erster Sohn war geboren worden und ich wollte einfach mehr Zeit dafür haben und bin dann in komplett andere Berufe gegangen, über die Finanzbranche, Versicherungsbranche für Unternehmen, bis hin, dass ich dann kurz danach meinen ursprünglichen Traumberuf, ich wollte Kindergärtner werden, aber als ich das Ungewöhnlich. 1979 werden wollte, hieß dieser Beruf Kindergärtnerin und das meinten die auch genauso. Sie, da haben die damals schon gegendert, ne? Also. Cool. Nein, das habe ich nicht, aber trotzdem war es gleichzeitig auch meine erste Erfahrung mit Behörden, obwohl ich aus einem evangelischen Haushalt gekommen bin, war bei uns so quasi 500, 700 Meter um Ecke ein katholisches Kloster, die auch einen Kindergarten hatten. Und die haben dann gesagt, also mich kannten, wir versuchen das einfach mal mit einem jungen Mann. Und das ist dann daran gescheitert, dass es nur eine Toilette für Erwachsene gab. Und wir wissen ja, du ja so wie ich, Männlein und Weiblein gehen immer zusammen aufs Klo. Also keine Chance. Logisch. Wieder wegen der Toilette hast du keine Chance gehabt. Nee, das hat das Ordnungsamt nicht durchgewunken. Oh mein Gott. Naja, gut. War halt so, Okay. ich habe es dann trotzdem ausleben können, nicht nur mit Kindergartenkindern auch mit, sondern auch mit größeren und Jugendlichen, weil ich durch einen Zufall einem Urlaub halt Kontakt bekommen habe in die Tourismusbranche und habe da dann fast 6 Jahre als Kinder- und Jugendanimateur Wow. gearbeitet. Es war bestimmt sehr eine tolle Erfahrung, würde ich mal so sagen, oder? Ja, definitiv. Also in jeglicher Form auch. Was man da selber auch Entwicklung kriegt. Also ich war am Anfang garantiert der einzige Animateur auf der ganzen Welt, der nicht tanzen konnte. Hast du andere aber Dinge gemacht als darum tanzen? bitte? Spiele gespielt oder was hast du gemacht? Als Animateur. Ja, viele Spiele gespielt. Allerdings auch Shows vorbereitet. Wir hatten ja auch Gästeshows und sowas, viel Sport. Ich habe Schwimmkurse gegeben, nicht im Sinne von in einer Woche Urlaub kann man Schwimmen nicht beibringen. Aber man Das kann ist die wahr. Angst vom Wasser wegnehmen, man kann lernen, wie man richtig reinspringt und wie man sich über Wasser hält. Und das interessiert kleine Kinder überhaupt nicht, ob die irgendwann mal professionell schwimmen oder sowas. Ich kann mich über Wasser halten, also habe ich im Urlaub schwimmen gelernt. Ganz einfach, und von daher, ja, und ansonsten haben wir viele Ausflüge auch mit den Kindern gemacht, aber wichtigster Punkt war immer viel Sport, teilweise bei den Jugendlichen Hausaufgabenhilfe gemacht. Das kam bei den Kindern toll an, die haben Fragen gestellt ohne Ende. Die Eltern fanden das eher so semi, bis hin zu Beschwerden, warum die Kinder im Urlaub lernen müssten. Aber Ach. nun gut, das sind Okay. halt so Geschichten, da muss man dann durch.
Ja, das war mit Verhalten. Sicherheit eine, wie gesagt, schon eine tolle Erfahrung. Und die hast du auch Ja, mitgenommen definitiv. letztendlich. Du hast das Kreativteam gegründet mit deiner Ja. Frau. Habe ich das so richtig formuliert, dass du Genau. deine Frau direkt mit ins Boot, oder war das die Idee deiner Frau? Nein, das war schon unsere gemeinsame Ja. Idee mit zwei befreundeten Ehepaaren und einem alleinerziehenden Vater. Und wir haben dann Kreativteam e.V. gegründet. Und Sinn war das, die Hauptaufgabe sollte darin liegen, dass wir mit Kindern von 3 bis 10 Jahren und der Großeltern- und Urgroßeltern-Generation wieder einen Kontakt herstellen wollten, dass sie nicht gegeneinander reden, sondern miteinander. Und wir wollten auch dann, dass die miteinander in Deutschland Obstbäume und Sträucher pflanzen. Das war so die Initiative, warum wir den Verein gegründet Also haben. so eine generationenübergreifende, ja, schöne Sache, die du da als Idee insgesamt mit allen hattest. Wann habt ihr das gegründet, diesen Verein? Im November 2021 haben wir mit der Gründung begonnen und bis das dann so bei den Gerichten und so durch war, war dann die offizielle Eröffnungsfeier am 14. Mai 2022. Oh, da so lange hat das gedauert. Ja, aber auch weil wir die Satzung und sowas selbst geschrieben haben und da mussten ein paar Dinge geändert werden. Dann hat das Finanzamt nochmal drüber geguckt und dann war das letztendlich in Ordnung. Also offiziell waren wir im Februar gegründet, aber da war noch Corona-Zeit und da dann eine Na Veranstaltung gut. zu machen, haben wir halt nicht gemacht und dann war es auf Mai verliebt. Hat sich das ja sowieso bei vielen Sachen verzögert, ne? Ja. 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 Und im Laufe der Zeit hast du dann plötzlich eine Idee gehabt, das nochmal etwas obendrauf zu setzen auf das Kreativteam. Oder hast du dann den Gedanken gehabt, oder ihr habt den Gedanken gehabt, da etwas anderes draus zu machen, dann vielleicht noch einen Namen zu ändern, oder wie bist du oder ihr auf Green Days for Future gekommen? Also die Green Days for Future sind daraus aus diesem Projekt entstanden. Wir haben es in Deutschland halt nicht hingekriegt aufgrund von nicht vorhandenen Genehmigungen oder anderen tollen gesetzlichen Formulierungen. Bis hin zu der Äußerung, man kann ja nicht einfach irgendwo Bäume pflanzen und dafür gäbe es auch keine Fördermittel. Was allerdings gefördert würde, wären Bildungsmaßnahmen, theoretische Informationen. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja im Kindergarten besonders sinnvoll. Und das war nicht unsere Intention. Theoretiker werden überall genügend gezüchtet. Wir brauchen Menschen, die was tun. Es ist ja schlimm genug, wir haben auch Aktionen, dass wir Müll sammeln oder so wie du, Pfandflaschen sammeln, Kippen sammeln und sowas. Das wäre alles komplett überflüssig, wenn wir so viel Benehmen und Anstand hätten und das nicht auf die Straße schmeißen. Ja, Haben wir und aber das nicht. Problem ist ja, um dich kurz zu unterbrechen, das Problem ist ja, wenn du Veranstaltungen machst, wer kommt da? Ne? Also es nützt ja nichts, Bildungsmaßnahmen zu machen, ein Seminar für warum sind die Zigarettenkippen jetzt schlimm? Okay, muss man machen. Man kann in die Schulräume gehen und sagen, hier so und das passiert. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, nebenbei eine Veranstaltung machst, wer geht da hin? Und vor allen Dingen, die langweilen sich doch. Es ist immer besser, was Haptisches zu haben, also etwas vor Ort, ich sag mal, dann, wenn man Zigarettenkippen sammelt oder die Pfandflaschen, dann kann man besser direkt dabei hinweisen, warum ist das sinnvoll, das wegzunehmen? Warum ist es sinnvoll, es gar nicht dahin zu werfen? Ne, aber in so einem Schulungsraum zu gehen mit irgendwelchen Bildern und dann zu sagen, ja, das und das und das. Okay, das kann man in der Schule mal machen, aber so als Bildungsmaßnahmen, das bringt nicht viel. Ne? Das ist, man muss es tun. Und da habt ihr dann halt gesagt, mit Green Days for Future den Namen erstmal erfunden und dann zu sagen, wir machen da aber jetzt was Vernünftiges draus. Und wie ist das Ja, genau. entstanden? Die Green Days for Future sind dann halt ein Projekt gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, das eine ist das eine, dieses Generationenverbindende. Da kann man auch andere Sachen machen, aber alles, was dann mit Natur zu tun hat und mit Umwelt und Klima,
ist in der Unterhaltung mit jemand, der gar nichts mit dem Verein zu tun hatte, ist mir dieser Begriff Green Days for Future dann eingefallen. Das war am 12. Oktober 2022. Und dann habe ich auch gleich geguckt, ob es den schon gibt. Und es gab ganz viele Sachen mit Green Days, also nicht nur Fridays for Future. Es gab ganz viele Sachen, die mit Green Days angefangen haben. Und dann habe ich mich halt informiert. Und Green Days for Future gab es noch nicht und habe dann auch sofort die entsprechenden Domains mir gesichert. Und dann haben wir gesagt, alles, was mit Umwelt, Natur zu tun hat, machen wir dann in das Projekt Green Days for Future rein. Gemeinsam zusammen. In der Zwischenzeit hatten wir ja die Sibylle aus dem letzten Podcast auch kennengelernt vom Klugnetzwerk. Wir waren auch, das Klugnetzwerk ist ja eine Unternehmerverbund und wir waren der erste Verein, der im Klugnetzwerk mit aufgenommen wurde und sind dann beigetreten und haben dabei die kluge Ute halt entwickelt. Ute steht für Unternehmen trifft Ehrenamt, um Unternehmen und Ehrenamtler zusammenzubringen. Und daraus sind dann Aktionen auch entstanden im Oktober 22 mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Haben wir eine Veranstaltung in Gronau damals gehabt. Und das hat richtig gut funktioniert, weil die hatten so eine Aktion, um anhand von einem Mobile, was man zusammenstecken konnte, zu zeigen, wie Dinge zusammengehören. Und dass es nicht dass es sinnvoll ist, dass man sich irgendein bestimmtes Lieblingsprojekt aussieht, was man gerne machen möchte oder wofür man sich interessiert. Aber es hilft uns in der heutigen Zeit nicht, sich für saubere Luft einzusetzen, wenn wir das Wasser außen vor lassen. Es hilft aber auch nicht, uns für Wasser einzusetzen, wenn wir anderen Müll auf Straßen und in Wäldern außen vor lassen und uns nicht darum kümmern, dass wir entsprechend auch genügend Pflanzen und Bäume haben, um die Artenvielfalt zu erhalten. Weil es gibt kein einziges Lebewesen auf der Erde, was ohne Pflanzen leben kann. Und wenn wir uns jetzt nur Monokulturen haben, kann das auch nicht funktionieren. Und das war dann halt der Grund, dass die Green Days for Future als Projekt das Hauptprojekt vom Kreativteam geworden sind. Und die anderen Sachen nach hinten weggefallen sind und deswegen sind wir jetzt im Begriff, eine Stiftung zu gründen, die dann Green Days for Future heißt, dass wir uns komplett auf dieses Thema konzentrieren können, weil auch dank deiner Unterstützung und der Sachen, die du machst, können wir da wesentlich mehr erreichen, als wenn wir uns in mehreren Projekten verzetteln dann. Ja, die verzettel ich mir ja bei meinen Projekten. Ich mache ja verschiedene. Aber als du mich angerufen hast, beziehungsweise ich dann zurückgerufen habe, habe ich davon gehört und habe gesagt, Mensch, das ist so in die Richtung, wo ich vor 30 Jahren bei Robin Wood war. Robin Wood ist sozusagen ein Splitterverein von Greenpeace geworden. Weil das waren Leute, die damals in den 80er Jahren gesagt haben, Greenpeace ist zwar eine tolle Sache, aber da gibt es halt nur eine Handvoll Leute, die was machen dürfen. Und das ist dann halt schon zu sehr von Firmen beeinflusst worden, also lobbytechnisch. Und da hat sich Robin Wood dann eben entwickelt, die dann vor Ort in kleinen und Großstädten sich gebildet haben als kleine Grüppchen und haben vor Ort dann eben auch Aktionen gestaltet. Und ich bin in Bottrop dann dazugekommen und habe dann das auch unterstützt. In meiner Ausbildungszeit als Fernentsorger-Fachrichtung Abfalltechnik habe ich natürlich auch dann ja einiges an Informationen anderweitig noch dazulegen können und war hier und da auch bei Aktionen dabei. Ja, weil ich bei einer großen Firma gearbeitet habe, musste ich mich natürlich hier und da manchmal doch noch zurückhalten. Ne? Man weiß ja nicht, welche Schwierigkeiten man kriegt damals. Ne? War das halt so, aber ich habe schon unterstützen können und wollen. Und so jetzt, ja, ist 30 Jahre her und jetzt kommt Green Days for Future heraus. Und ich sage, boah, das ist jetzt genau das, wo ich eigentlich das, was ich immer machen wollte, wieder ein bisschen mehr nach außen bringen kann. Und da ist ja die Abfallgeschichte
Ja, die ist ja nicht weg. Im Gegenteil, es ist ja viel, viel schlimmer geworden. Ja. Gerade eben auch durch den grünen Punkt. Denn er hat ja viel mehr Müll erzeugt. Und wir waren damals gegen den grünen Punkt aus dem Grund. Und wo ist der ganze Verpackungsmüll gelandet? Ja, meistens eben in den ausländischen Ländern, wie in Afrika oder Asien. Und da sieht man, was da passiert. Jetzt habe ich gestern noch mal einen kleinen Fernsehtipp. Was war das noch? War das denn jetzt noch? Richtig, hier, Jan Böhmermann, ZDF Neo Royal, hat jetzt über Humana einen Film gebracht, also in Recherchen. Ja, Humana habe ich gesehen. will ich gar nicht groß drüber erzählen, einfach reingucken, die neueste Folge. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass auch sehr viel Altkleiderkram in Afrika landet und da ist Plastik mit drin, Mikroplastik. Leute, es gibt kaum noch hundertprozentige Baumwolle. Das hier ist mal eins. Aber in den meisten Kleidungsstücken hängt Polyester drin. Das sind alles, ich sage mal, Molekülstrukturen aus Erdöl. Und wenn man die dann mal eben verbrennt bei einer offenen Flamme und man röstet da Erdnüsse, das wurde da gezeigt, da gibt es Leute, die erkranken dann durch die gerösteten Erdnüsse, weil da drunter ein T-Shirt gebrannt hat oder eine Jeanshose, die eben nicht hundertprozentig Baumwolle war, abgesehen von den Farbstoffen, die natürlich auch Erkrankungen bringen können, weil da Chemie drin ist. Also ein Riesenthema, was jetzt nur so am Rande mal erzählt wird, was ein neues Feld in Green Desk for Future aufmachen würde, weil das ist alles ein Riesenproblem und es wird nur viel schlimmer. Wir gehen mal wieder zurück. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Einmal auch Alles noch gut. dieses Thema nochmal anzusprechen. Stiftung. Es ist diesmal die Idee, eben kein Verein zu gründen. Ihr habt das Kreativteam, bleibt aber noch als Verein oder habt ihr den jetzt eingestampft? Das Kreativteam wird dann als Verein aufgelöst, weil zwei Sachen nebeneinander wird nicht funktionieren. Und wir wollen uns dann voll auf die Stiftung konzentrieren. Ein Grund dafür ist weil es mit einer Stiftung wesentlich einfacher ist, auch in anderen Ländern was zu machen oder auch gegebenenfalls, wenn notwendig, Niederlassungen zu machen. Weil im Mai letzten Jahres haben wir, meine Frau und ich, wenn ich von wir spreche, einen Ausflug in der Türkei gemacht, ins Taurusgebirge zu einem Stausee und sind da komplett durch das Gebiet gefahren, wo vor 3 Jahren fast 80.000 Hektar Wald verbrannt sind. Und an einem Tag, an dem Tag dieses Ausflugs, haben wir da mit Ilo, einen ganz tollen Menschen, und mit seinen beiden Chefs, auch sehr tolle Menschen kennengelernt, die innerhalb von wirklich kürzester Zeit dafür gesorgt haben, dass wir mit den Green Days for Future in der Türkei Bäume pflanzen können zur Wiederaufforstung. Die Genehmigung dafür, dass wir da in einem Natur- und Wasserschutzgebiet mit Urlaubsgästen Bäume pflanzen dürfen, hat bei der Forstverwaltung in Siede genau 14 Tage gedauert. Boah. Da haben wir von denen die Zusage gekriegt, dass das gemacht werden darf mit entsprechenden Auflagen. Außer uns darf da keiner aussteigen. Wir dürfen auch nicht mit geschlossenen Bussen dann rumfahren, sondern mit Cabrio-Busse. Das muss natürlich dann erstmal alles fertiggestellt werden. Und da werden wir uns in einem anderen Podcast mal ein bisschen genauer unterhalten, aber in Kurzform heißt das, offiziell haben wir mit Urlaubsgästen am 1. Mai diesen Jahres angefangen, Ausflüge zu machen, wo die halt auch oben sich den Stausee angucken, eine Stunde mit dem Katamaran rumfahren und anschließend selber einen Baum pflanzen. Wir pflanzen da Lorbeerbäume, Rotkiefern fürs Gebirge später und Johannisbrotbäume. Die Lorbeerbäume und die Johannisbrotbäume sind für die Bauern und die Landbevölkerung, damit die dann wieder auch eigene Nahrungsmittel und sowas haben und auch die Tiere entsprechend füttern können. Und am 6. Oktober diesen Jahres haben wir unseren 10.000. Baum da gepflanzt. Wow, das ist echt toll.
Also Ja, für mich auch. das ist ja eine tolle Sache. Ich meine, letztendlich ist es eine Unterstützung für ein Gebiet, was, ich sag mal, verbrannt wurde. Und wir haben ja dieses Jahr auch jede Menge Waldbrände. In Portugal war jetzt zuletzt nochmal ein riesiges Waldgebiet abgebrannt. Spanien hatte wieder gelitten da. Griechenland, Italien, glaube ich, hatte auch, ne, Ja. dieses Jahr Waldbrände. Wir waren so ein bisschen verschont worden. Wir waren eher das regenreichste Gebiet, ne? Frankreich hatte Waldbrände. Naja, und du sagst das schon, wir wollen was tun, wir wollen Bäume pflanzen und letztendlich, ja, es ist durch die Genehmigung und dadurch, dass ihr da wart und das zufällig entdeckt habt, dieses Gebiet zu bewalden, dazu gekommen, das dort zu machen. Hat das jetzt, welche Bewandtnis hat das für Green Days for Future, dort Bäume zu pflanzen? Ja, zum Statt jetzt einen, in Deutschland, sag ich mal, ne? Also du hast ja vorhin ja, erzählt, gut. wir haben das Behördenproblem, es dauert und man muss mit denen und denen reden. Ich meine, das wird mit Sicherheit hier auch noch passieren, wenn Green Days for Future entsprechend auch bekannter und als Stiftung dann ist. Aber das ist jetzt mal so eine Art, sagen wir, machen jetzt aber was und jetzt haben wir die Möglichkeit gekriegt. Ja, eben, es ist in der Türkei, aber es spielt ja keine Rolle. Denn es geht ja um Artenvielfalt und es geht um die komplette Erde und es ist eben dann in der Türkei schneller gegangen als in Deutschland. Also, weil du das Thema gerade ansprichst, wir haben ja viel, also auch Sibylle und andere, die sich bei uns engagieren, die werden dann immer wieder gefragt, ja, warum pflanzt ihr in der Türkei Bäume? Zum einen, weil die es machen wollten und die sind extremst stolz darauf, dass wir als deutsche Organisation die dabei unterstützen, weil die haben ja auch keine Leute, die das machen oder pflanzen können. Und wenn Urlauber das machen und dafür einen halben Tag ihres Urlaubs zur Verfügung stellen und in der Türkei im Taurusgebirge Bäume pflanzen, das kann man sich nicht so vorstellen wie bei uns. Einen Spaten nehmen, zweimal in die Erde stechen, Erde hochheben, Baum reinsetzen, zumachen. Wir pflanzen damit Spitzhacken die Bäume, weil wir da in Kalksteinboden pflanzen. Und wie gesagt, wir kriegen da auch jegliche Unterstützung. Und mir ging es gar nicht darum, dass das wichtig sein kann für die Green Days for Future. Ja, wir werden dadurch viel bekannter. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir dieses Taurusgebirge, was zurzeit überwiegend aus weißem Kalkstein besteht, da knallt den ganzen Tag die Sonne drauf und die Hitze geht direkt wieder in die Atmosphäre. Also haben wir Und wenn Mikroklima, was erhitzt wird, statt wir, durch Bäume richtig? verringert. Ja. Und wenn sich in Deutschland jemand fragt, warum in den östlichen Bereichen und in Tschechien, in Südpolen, bei uns in Brandenburg, in Sachsen, auf einmal Temperaturen von 40 Grad auftauchen, dann einfach mal da runter gucken. Wenn der Wind von Südosten kommt, dann kommt diese Hitze von da unten bei uns an. Und das Schlimme dabei ist, die Menschen da unten leben seit Jahrhunderten mit dieser Hitze und können damit umgehen. Da wird in der Mittagszeit kein normaler Mensch auf die Straße gehen und arbeiten. Wir können mit diesen Temperaturen nicht umgehen und ich habe ganz häufig das Gefühl, wir wollen uns da auch nicht mit beschäftigen. Es ist toll, mit großen Worten den Klimawandel bekämpfen zu wollen. Der Klimawandel ist schon da. Wir müssen lernen, damit umzugehen und noch schlimmere Folgen abzuwenden. Aber vor dem Abwenden kommt Lernen, damit umzugehen. Und das ist eine Geschichte, die wir über Sonne Sachen dann auch machen können. Und da wird dann die Theorie wieder wichtig. Aber das alles hilft uns nicht, wenn wir gleichzeitig Zigarettenkippen irgendwo hinschmeißen, möglichst direkt neben die zur Verfügung stehenden Aschenbecher oder Mülleimer. Und das Gleiche mit dem Müll. Das funktioniert dann nicht. Und je mehr man sich, wir haben es ja auch schon festgestellt in Telefonaten oder sowas, wenn man mit dem Thema anfängt, kommt man an anderen Themen, die automatisch damit zu tun haben, gar nicht vorbei. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch so ein Ergebnis da vorzeigen kann. Und es sind immerhin mal
10.000 Leute, die da Bäume gepflanzt haben. Wir haben ja nicht nur 10.000 Bäume gepflanzt, das waren 10.000 Menschen aus 16 verschiedenen Nationen. Das ist schon eine Ansage, würde ich sagen, ne? Ja. Das ist eine sehr große Ansage und eigentlich ein Ruf auch hier in Deutschland, auch zu den Behörden und den zuständigen Ministern zu sagen, Leute, guckt mal, das haben wir in der Türkei geschafft, als deutsche zukünftige Stiftung. Lasst es uns doch hier auch machen. Und zwar in den Gegenden, wo immer mehr versiegelt wird. Das ist ja auch ein großes Problem, Ja. dass immer noch viel zu viel Flächen versiegelt wird, in den gleichen Atemzug gesagt wird, wir müssen was tun gegen den Klimawandel, werden Autobahnen dreispurig gemacht, wo es eventuell noch nicht mal nötig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will Das noch eine ist ein letzte ganz anderes Frage, Thema. Ja. ich will noch eine letzte Bitte. Frage stellen, damit wir dann auch die halbe Stunde, die ist jetzt knapp drüber, abschließend klären. Und du wirst ja sowieso noch ein paar Mal hier vorkommen und wir werden auch noch mal Ich denke. explizit über die Baumpflanzaktion sprechen. Abschließend ist die Frage, warum Stiftung kein Verein und was ist der Weg, um diese Stiftung zu einer Stiftung zu machen? Okay, Stiftung deswegen, weil es einfacher ist, Entscheidungen umzusetzen. Als Verein muss man, wenn man mit Behörden spricht, wenn man Unternehmen als Unterstützer oder als Beteiligter haben möchte, für jede Entscheidung müssen Mitgliederversammlungen einberufen werden. Es muss Vorstandsentscheidungen geben. Das zieht sich ohne Ende. In der Zeit könnte man viel andere Dinge tun. In der Stiftung haben wir drei Vorstände. Bei einem Verein muss man sich zusammensetzen und eine Mitgliederversammlung ins Leben rufen. Bei einer Stiftung können wir telefonisch aus unterschiedlichen Orten eine Vorstandssitzung machen. Das macht das Ganze einfacher. Und wir können als Stiftung auch andere Organisationen, die so klein sind wie wir sind, unterstützen mit Spendenaufrufen für die anderen Projekte da dann vor Ort, damit die nicht irgendwann aufgeben, weil sie sagen, wir kommen nicht vorwärts, wir finden keine Unterstützung, uns kennt keiner. Das ist der Grund dafür, warum wir die Stiftung gründen. Und auch im Andenken, ich habe im letzten Jahr meine beiden jüngeren Brüder an Krebs verloren. Oh, mein Und das wäre noch Beileid. ein anderer Bereich in der Stiftung, die aber eher was damit zu tun hat, dass wir solche Projekte dann auch unterstützen können. Und deswegen auch die Geschichte mit den Kippensammeln, dieser Dreck, der da in die Umwelt kommt, das ist unfassbar und wir denken gar nicht darüber nach. Aber wir sehen, in allen Bereichen steht der Mensch am Ende der Nahrungskette. Und wenn wir Fische und andere Tiere, Vögel, Hühner, Kaninchen, was auch immer wir essen, Pflanzen, die die Nahrung über den Boden aufnehmen. Wir vergiften uns selber. Ja, am Ende vergiften wir uns selber. Und das ist leider ein negatives Schlusswort, würde ich sagen, für diesen Podcast. Aber wir Und können das ändern. wir können das, wir wollen das ändern mit Green Days for Future und würden uns freuen, wenn ihr Interesse habt oder ein Projekt habt, was interessant ist für Green Days for Future oder uns unterstützen möchtet, dann meldet euch doch einfach. In den Shownotes findet ihr natürlich auch die E-Mail oder auch die Internetadresse. Da könnt ihr euch melden und ja, schauen mal, was wir vor Ort dann tun können. Ja, ich bin in Bochum, also im Ruhrgebiet tätig. Du bist abschließend zu sagen aus Bielefeld, das heißt in Ja. Ostwestfalen tätig. Ja, ich habe die Sibylle Hilja ist in Gelsenkirchen, die macht dort die Zigarettengeschichte. Da werden wir auch nochmal, ich habe ja schon mit ihr gesprochen, nochmal explizit nur über Zigarettenkippen und das Problem der Zigarettenkippen machen, weil es ist ja jetzt auch nochmal nach neuesten Forschungsergebnissen dauert das 400 Jahre, bis alleine dieser Zigarettenstummel abgebaut ist und zwar zellulös nicht nur, sondern das, was alles an Schadstoffen drin ist. Das ist schon erschreckend, aber da sprechen wir nochmal extra drüber in einem kleinen Podcast.
über Zigarettenkippen mit Sibylle. Und dich werde ich auf jeden Fall nochmal explizit nur über die Baumpflanzaktion sprechen. Und da bleibt also mal dran. Und ich werde ja dann auch nochmal interviewt, weil ich soll ja auch nochmal über meine Ja. Projekte sprechen. Ne? Und wir haben ja auch noch die Miriam. Wie heißt du mit Nachnamen? Weiß ich jetzt gar nicht, Oh weil mein die Gott, das ist ja Vornamen sind peinlich. nicht Miriam, gesagt. wir duzen uns ja hier alle. Also Miriam ist ist unsere, ich sag mal, Gärtnerin und da wird bei mir im Garten endlich mal der Garten vorangebracht. Und da werden wir einen Podcast nicht nur machen, auch ein Video, wie wir aus dem Garten einen klimafreundlichen Garten machen können. Denn meiner ist jetzt seit 2 Jahren, ja, ich sag mal, verwildert und ich muss eh dran. Also habe ich gesagt, komm, dann stelle ich meinen Garten zur Verfügung und da machen wir so eine Art Ab ins Beet-Folge. Aber eben auf eine andere Art und Weise, um zu zeigen, was ist sinnvoll, um einen Garten klimafreundlich zu gestalten. Und ich denke mal, das wird nochmal richtig interessant. Jetzt greife ich schon ein bisschen vor, was also Greenness for Future auch vor Ort für den Klimawandel in positivem Sinne machen kann. Also, wir freuen uns alle, denke ich mal, auch Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich gender das jetzt einfach mal auf das, was noch in Zukunft kommt. Und damit schließen wir diesen Podcast, oder? Hast du noch was Ja, hinzuzufügen? nein, aber gerne, wer unterstützen möchte, die einfachste Variante ist, unseren YouTube-Kanal von Green Days for Future zu abonnieren. Dann bekommen wir als anerkannte gemeinnützige Organisation von Google Geld ab 4000 Abonnenten. Da muss man nicht mal ins eigene Portemonnaie greifen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich kriege ja auch jeden Tag mal einen dazu und ich kaufe keine. Ich will ehrliche Leute haben, die meinen Kanal folgen. Und das gilt auch für Instagram und Facebook und Co. Ich Genau. schmeiß die Leute, die so KI-mäßig da sind, eh mal raus. Und das reduziert Ja. natürlich dann auch die Follower. Das stimmt, aber KI ist kein Follower. Also. Eben genau, ne? Aber es ist die Zahl, ne? Aber Ja. wir drücken mal die Daumen und hoffen, dass es relativ schnell passiert, dass diese 4.000 zusammenkommen. Ja, 10.000 Bäume perfekt. sind ja schon, also müssten wir noch die Ja, 4.000 noch bald kriegen. war Okay, dann wünsche ich dir okay. jetzt noch einen schönen Tag und wir Dir sehen auch. uns bzw. hören uns. Bis nächstes Mal hier bei Okay, Green Days for Future. bye Bye. bye. Ciao. Ciao. Schreibt uns an greendaysforfuture@gmail.com. Mehr Informationen unter greendaysforfuture.de.